Hallo, ich bin die Susanne Neff und heute wollte ich euch zeigen, wie ich meinen Pferden den spanischen Schritt beibringe. Als erstes fange ich immer damit an, dass ich mit einer Gerte oder einer Weidenrute da vorne unterhalb von der Schulter touchiere, bis das Pferd irgendeine Reaktion zeigt und belohne es dann dafür, entweder mit Leckerli oder mit der Stimme oder indem ich es streichle. Desperado. Brav. So, das ist das allererste, was ich mache. Natürlich hat er das jetzt schon ein paar Mal gemacht. Wenn er es noch nicht gemacht hat, dann ist es so, dass man es vielleicht ein bisschen öfters üben muss. Aber normalerweise kriegt man immer eine Reaktion und kann das Pferd belohnen. Dann ist es so, dass ich das immer auf dieser einen Seite übe, bis es gefestigt ist, dass das Pferd weiß, okay, das heißt Fuß hoch, bevor ich auf die andere Seite gehe. Also nicht gleich wie wild anfangen, rechts und links zu üben, sondern erst auf einer Seite festigen. Und dann geht man auf die andere Seite, also dreht das Pferd rum und macht dasselbe auf der anderen Seite. Ich mag es jetzt nur hier. So ist brav. Und wichtig ist auch, dass man, damit genau das nicht passiert, dass man das Pferd antippt. Nein, das war das falsche Bein. Das Bein. Und dann sofort vorwärts führt, damit das Pferd gar nicht anfängt zu scharen. Also immer, wenn, das ist auch eine Problemlösung, wenn das Pferd scharrt, dann muss man es einfach mehr vorwärts führen. Und noch dazu ist es wichtig dafür, dass das Pferd sofort lernt, vorwärts zu laufen, anstatt einfach nur vorne so zu machen und hinten die Hinterhand zu vergessen. Und sobald das Pferd es kann, kann man anfangen, dass man die Polka macht. Das heißt, man fragt ein Bein. Eins. 2, 3 und fragt dann das andere Bein. Brav. 1, 2, 3. Fragt dann das Bein. 1, 2, 3. Fragt dann das Bein. Nein. Und das ist schon eine ganz schöne Herausforderung fürs Pferd, weil das Pferd dann wirklich aufpassen muss, welches Bein ich gerade frage. Wenn das Pferd das kann, dann kann man abwechselnd fragen, rechts und links. Immer noch. Brav. Brav. Das reicht schon für den Anfang und wenn das Pferd an irgendeinem Punkt nicht mehr gescheit mit der Hinterhand mitläuft, dann ist es so, dass man einfach vorwärts läuft und dann erst wieder anfängt und lieber darauf verzichtet, dass das Pferd beide Füße gleichzeitig hebt oder zurückgeht zur Polka, bis das Pferd wieder schön mitläuft. Das war alles, was ich euch dazu sagen wollte. Probiert selbst aus und lasst mich wissen, wie es geht.